Tja, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder euer Avenger und ja, jetzt gibt's erstmal die Gelegenheit, euch mein neues Intro jetzt mal in Verwendung zu präsentieren. Wie schon gesagt, auch darüber mal in den Comments diskutieren, wie ihr es findet. Ich habe ja schon einen Comment bekommen, von wegen die Farbe ist geil und so. Ist auch meine Lieblingsfarbe, ich finde es auch mega. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, es geht um die Bundeswehr, warum sie in den Trends drin sind, warum es so verpönt sind und warum ich eine andere Meinung habe. Also nicht indirekt in manchen Fällen eine andere Meinung. Aber das seht ihr gleich. In diesem Sinne, ne? Bis gleich. Wie schon gesagt, die Bundeswehr hat sich in die Trends eingekauft, um für Rekruten zu werben, beziehungsweise indirekt. Ich glaube, sie wollen einfach nur mal ein anderes Bild von der Bundeswehr vermitteln, wie es manche so denken. Warum das so ist, die meisten urteilen darüber ein bisschen vorschnell, weil die, die noch nie beim Bund waren, können natürlich immer darüber berichten, wie scheiße es doch ist. Ich habe mehrere Freunde bei der Bundeswehr und die sind richtig zufrieden dort und denen gefällt es richtig gut. Und also mein bester Freund, der müsste jetzt, soweit ich weiß, ist er, glaube ich, das 8. oder 9. Jahr sogar schon dort. Und es gefällt mir immer besser, er hat unzählige Führerscheine machen dürfen. Er hatte auch schon einen Auslandseinsatz, was meiner Meinung nach... Also mir war es die schwerste Zeit, weil der beste Freund war in Afghanistan und ich hatte echt Schiss, dass er nicht wiederkommt. Also das ist jetzt mal so ein Faktor. Das ist übrigens eine Kette, jetzt mal abgesehen von dem Saufbecher, aber das sind die Original-Hundemarken, die er in Afghanistan getragen hat. Die hat er mir geschenkt. Mein wertvollster Besitz mitunter. So viel dazu. Und deswegen habe ich etwas dagegen, wenn man so vorschnell über die Bundeswehr herzieht. Kuchentalks zum Beispiel hat ein Video darüber gemacht, wie scheiße es doch dargestellt wird. Ich meine, in einem Punkt muss ich den YouTubern recht geben. Mit 1,7 Millionen Budget, da könnte jeder bessere Videos machen. Aber jetzt mal davon ab, wie schon gesagt, die sind nicht einfach nur in Afghanistan oder in Auslandseinsätzen, um Angriff zu starten. Wir sind dort, um zu unterstützen. Beziehungsweise, soweit ich weiß, in Afghanistan die Soldaten, die bilden also das Militär in Afghanistan dafür aus. Lernen sie unsere Waffen, wie man damit umgeht. Wie man in speziellen Situationen reagiert. Auch mit der Polizei wird da inständig zusammengearbeitet. Die helfen beim Wiederaufbau sozusagen. Und jetzt mal außerhalb des Auslandeinsatzes. Wenn hier jetzt Überschwemmungen sind, wer ist dann da, die Bundeswehr, um zu helfen? Das sind alles so Faktoren, wo ich dann denke, wie kann man so behindert sein und das so in den Dreck ziehen? Ich meine, wenn ich jetzt in einem Gebiet leben würde, wo ziemlich hochwassergefährdet ist, so, und Hochwasser kommt, zerstört alles, was ich habe, komplett alles, dann bin ich doch froh, wenn die Bundeswehr kommt und mir hilft dabei. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist das, wofür die auch da sind. Unter anderem helfen sie bei der Deeskalation, wenn es um die Flüchtlinge geht, in den Flüchtlingsheimen. Man dürfte es ja nicht nur schönreden, man muss es ja auch mal von der anderen Seite sehen, nicht? Also, die sind auch unter anderem dafür da. Und wie schon gesagt, was sie über YouTube machen, das ist doch denen ihre Sache. Und es schauen, Himmelherrgott, es schauen nicht nur 12-Jährige zu. Ich bin keine 12 Jahre alt, ich gucke YouTube. Mein Bruder ist 29, der guckt YouTube. Mein bester Freund ist auch 29, der guckt YouTube. Leute, KuchenTV, du guckst auch YouTube, verfickte Kacke. Du bist auch über 20, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube nicht, dass du nur YouTube machst, oder? Also, red nicht davon, dass sie nur auf die 12-Jährigen ansprechen. Im Himmelherrgottes Willen. Ich meine, ihr setzt euch doch auch vor dem PC und spielt irgendwelche Ballerspiele. Das ist doch nichts anderes, nur dass das halt in der Realität und da wird einem die Verantwortung an dem Gewehr mit beigebracht. Ne, da gehört ja ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dazu. Das ist alles ein bisschen konstruktiver. Da kann man nicht einfach dahergehen und kann sagen, die Bundeswehr, das sind alles nur so blöde Idioten, die lassen sich da anschreien und sind die blödsten überhaupt. Das sind auch intelligente Boys. Ich meine, das hast du in deinem Video erwähnt. Klar, aber man kann das echt nicht alles über einen Kamm scheren. Himmel, Herrgott, nochmal. Also ich habe da echt was dagegen, weil es soll jedem selbst die Entscheidung sein, ob er zur Bundeswehr geht oder nicht. Man kann dort unter anderem eine Ausbildung machen. Man kann sämtliche Führerscheine machen. Es hat auch Vorteile, nicht? Und Auslandseinsätze, da muss man dann halt echt Abstriche machen. Wie schon gesagt, also ihr müsst das hin und her überlegen, vielleicht seid ihr auch gar nicht geeignet. Ich zum Beispiel, ich wurde damals einberufen mit 18 Jahren, ich bin zum Mustern gegangen, zum Kreiswehrersatzamt nach Bamberg, ich wurde T5 gemustert. Während andere 9 Stunden in der Lobby saßen, habe ich dort eine verbracht. Ich bin auf die Waage gestiegen, T5, alles klar, ich durfte wieder heim.
So einfach war es. Ob das jetzt heute genauso ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, lasst euch nicht so viel Scheiß erzählen, wenn es um die Bundeswehr geht. Dass sie sich in die Trends eingekauft haben, finde ich eine Riesensauerei, weil andere hatten wesentlich mehr Aufrufe und waren nicht auf Platz 1. Also wie schon gesagt, das ist eine fragwürdige Geschichte. Aber wenn sie doch dafür werben wollen, beziehungsweise einfach eine andere Seite zeigen wollen, um Himmels Willen, lasst sie doch einfach. Und es gucken nicht nur 12-Jährige zu. So, davon ab, ne? Und bloß weil du, feige Sau, Kuchen oder irgendein anderer, der darüber schimpft, wahrscheinlich einfach nur zu feige ist, zum Bund zu gehen oder sich zu bequem ist, mal was Neues zu probieren, dann tut's mir leid, Mann. Ohne Scheiß. Aber wie schon gesagt, Community entscheidet selber, um Himmel Herrgotts Willen. Und schreibt's mir in die Comments, was ihr davon haltet. Also, wie schon gesagt, ne? Ihr wisst Bescheid. Und so, das ist mein Standpunkt zur Bundeswehr. Nicht? Also... So, meine lieben Freunde, hier ist die Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich meine, es war jetzt echt nur ein Thema. Das ist nicht, naja, das ist jetzt nicht üblich für mich eigentlich. Hier ist nochmal das letzte Video. Da könnt ihr unter anderem, ja, was war das eigentlich? Ah, The Walking Dead Let's Play. Ja, ich weiß, das letzte Video war eigentlich mein Intro, aber das habt ihr ja jetzt schon gesehen. Das brauche ich ja jetzt nicht nochmal hier verlinken, als wäre Käse. Oder? So, und hier unten habt ihr nochmal die Playlists. Unter anderem habt ihr da verschiedene Let's Plays, andere Avenger Talk Videos und so weiter und so fort. Auch meine Abonnenten-Special und so weiter. Wie schon gesagt, klickert euch da mal einfach mal durch. Wenn ihr mich richtig cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger. Baut keinen Scheiß, bleibt anständig. Und in diesem Sinne, Servus. Alter Schwede.